Deutsche Supertourenwagenmeisterschaft mit Hasselröder Premium Pilz und Michelin. Unser Fortschritt bringt sie weiter. Ja, ein herzliches Hallo zur Deutschen Supertourenwagenmeisterschaft. Wie immer, viel Action garantiert in dieser Deutschen Supertourenwagenmeisterschaft, wie sie seit dem Jahr 1998 heißt. Tom Christensen, einer unserer beiden Kamerapiloten an diesem Wochenende, der zweite. Das wird Alexander Burgstaller sein. Viel, viel Spektakel bereits im Training. Hier Joachim Winkelhock beim Durchfahren der neu gebauten Schikane. Und das ist der Meisterschaftsführende. Johnny Cicotto mit 445 Punkten ist er angereist, um hier beim achten Durchgang seine Meisterschaftsführung zu verteidigen. Optimismus auch bei Charlie Lam, dem Teammanager des Schnitzer-Teams, das einige Kilometer weiter entfernt in Freilassing beheimatet ist. Und das ist der Mann, den unterstützen soll im Titelkampf. Joachim Winkelhock, Vizemeister des STW Cups 1997. Und Konrad Schmidt dazu sagt er, ja, ich bin überrascht. Jetzt wurde jeder überrascht. Zu Beginn der Saison war BMW mehr die Underdogs, mehr so die Außenseite. Niemand glaubt, dass sie gewinnen würden. Und es läuft wirklich fantastisch für sie. Ich bin glücklich für den Herbert Schnitzer. Und das ist der Titelverteidiger im ADAC STW Cup. Ja, wie gesagt, seit diesem Jahr Deutsche Supertourenwagenmeisterschaft heißt Laurent Aliello. Zweiter Platz in der Meisterschaftstabelle, kritisch beobachtet von den Peugeot-Sportchefs. Und auch er rechnet sich nach Chancen aus. Eric Ellery, Landsmann und Freund von Laurent Aliello. Eric Ellery im Team von Opel, im Team von Konrad Schmidt unterwegs. Und auch der links, Uwe Alzen, macht zur berechtigte Hoffnung auf den Meisterschaftstitel. Das Ganze an diesem Wochenende auf dem Salzburgring, dem einzigen Auslandsrennen der Deutschen Supertourenwagenmeisterschaft der Saison 1998. Gleichzeitig die schnellste Strecke im Terminkalender diesen Jahres. Das Ganze unterhalb des berühmten Nocksteins im Nesselgraben gelegen. Die 4,25 Kilometer lange Rennstrecke, oder das ist die schnellste, wie gesagt, im Parcours. Durchschnittsgeschwindigkeiten von mehr als 180 km/h pro Runde sind hier die Regel. Die Wetterbedingungen an diesem Wochenende sind durchweg trocken, sieht man mal von einer freien Trainingssitzung ab. Das Ganze malerisch gelegen vor den Toren von Salzburg, aber wir werfen jetzt den Blick zurück ins Qualifying. Dass die Hondas sehr schnell sein würden, das war bekannt. Aber ob sie nach ganz vorne fahren würden, das war nicht unbedingt zu erwarten. Aber letztendlich auf der Position Tom Christensen sagt er, ja, es ist eigentlich unglaubbar. In der weichen Reifen gefahren, hatten aber nachher Probleme mit den Bremsen, bin ein paar Mal gerade ausgefahren, immer wieder wegen der Bremsen. Und dann haben wir das Ganze mal durchgeschickt vor diesem Rennen, aber waren nicht in der Lage, das Ganze auszuloten zunächst, aber im Moment funktioniert es. Und es ist natürlich große Freude natürlich auch beim Teammanager Alessandro Mariani. Sind natürlich glücklich, haben gute Arbeit geleistet. Klar, die Freude steht ihm ins Gesicht geschrieben. Und Laurent Aliello versuchte dann in der Schlussphase des Trainings nochmal zu attackieren. Da stand noch eine Minute verbleibende Trainingszeit auf der Uhr und er attackiert. Aus der Schikane hinaus mit voller Drehzahl, aber es hat nicht ganz gereicht. Sagt er, ja, letztes Rennen war es dasselbe. Aber wir haben noch zwei Läufe ausstehen, Ausschussleben und Nürburgring. Und ich denke, die Meisterschaft ist noch viel, viel spannend. Ja, Eric Ellery. In diesem Jahr häufig mit Pech unterwegs, aber mit viel Speed. Manuel Reuter, einer der vier schnellen Opel-Werkspiloten auf der fünften Meisterschaftstabelle liegend. Ja, Christian Abt, ebenfalls hervorragend disponiert im Training als achtschnellster. Roland Asch auf der zehnten Position. Ja, nicht so weit vorne. Johnny Cicotto nur auf dem 16. Startplatz. Da war mit zu rechnen, dass die BMWs Probleme haben würden hier vor diesem Rennen. Charlie Lam dazu sagt, ja, Wunstorf hat bereits gezeigt, dass wir nicht so stark sind auf diesen Hochgeschwindigkeitsstrecken, und Wunstorf und Salzburgring sind die beiden Hochgeschwindigkeitsstrecken der Saison 1998, und wir wussten von vornherein, dass wir da Probleme bekommen werden, dass das Qualifying nicht so gut laufen wird, aber trotzdem wollen wir uns einige Plätze verbessern. Und das ist auch unsere Zielsetzung hier, das Rennen zu beenden und möglichst viele Punkte zu sammeln. Und es wird sehr, sehr schwierig werden für uns, in die Top 10 zu kommen. Das Ganze auf der 4,25 Kilometer langen Rennstrecke. 12 Runden stehen im Sprint auf dem Programm. Das Ganze bei 16 Grad Außentemperatur der Asphalt. Ein Tick wärmer, nämlich 17 Grad Celsius. Viele Diskussionen an diesem Wochenende, um diese neu gebaute Schikane, die im ersten Gang anzufahren ist. Das Feld kommt da dicht gestaffelt
in der Startphase dahin. Aber Gallery sagt, das ist sehr, sehr schwierig. Ich bin froh, dass ich weit vorne bin. Das ist natürlich nicht so schlecht. Aber dazwischen, zwischen der dritten und der neunten, wird es bestimmt ein Desaster geben. Es sind viele, viele gute Fahrer in dieser Serie, sehr gute Autos. Und wenn man hier den Start verhaut, dann hat man das Rennen verloren. So muss man alles riskieren beim Start. Aber das wird hier nicht funktionieren. Also große Skepsis, nicht nur bei Eric Ellery. Der zweite norwegische Punkt auf diesem Salzburgring ist diese langgezogene, ultraschnelle Rechtskurve, die Salz-Fahrerlagerkurve. Ja, Michael Wachtz hat dazu ja mit frischen Reifen ist kein Problem, ein, zwei Runden, aber kritisch wird es beim Rennen, wenn wir 24 Runden zu fahren haben. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein, wie stark man die Räder rannimmt. Man muss also da sehr, sehr vorsichtig sein bei der Reifenwahl für diese Kurve. Und die Reifenproduzenten haben uns da einige Hinweise gegeben, wie die Fahrzeuge einzustellen sind, das Auto sicher abzustellen. Und das ist mit Sicherheit der kritische Punkt hier auf dieser Strecke. Und das ist die absolute Hochgeschwindigkeitskurve. Und wir werden mit Sicherheit große Unterschiede sehen, je nachdem, welche Reifen man gewählt hat. Wie es ausgeht, das werden wir Ihnen gleich verraten, wenn es nämlich losgeht hier beim Sprint auf dem Salzburg. Und jetzt wird's ernst. Zurück auf dem Salzburgring zum Sprint. 12 Runden Distanz stehen auf dem Programm und die erste Schikane, norwegische Punkt, werden die 23 Fahrzeuge dies ohne Probleme meistern. Einer steht noch in der Box, Roland Asch, somit 22 Fahrzeuge jetzt auf der Startsicherheit. Und Michael Bartels verhaut den Start, Superstarter gegen Fellow Alien, den sich bereits auf den ersten Meter in Führung setzen kann. Dann folgt Eric Ellery, schlechter Start für Tom Christensen. Er sollte Probleme mit der Kupplung haben. Und jetzt kommt die erste Kurve, Luft anhalten, war angesagt, aber sehr, sehr zivil fädelt man sich da ein. Alle Piloten haben da eigentlich das große Chaos erwartet an diesem Rennsonntag. Und es sind Profis, zweifelsohne, und die beweisen, wie perfekt man hier fahren kann. Im Mittelfeld Alexander Burgstaller, im Holzer Opel Vectra in der direkten Verfolgung von Stefano Modena. Und im Mittelfeld auch das BMW-Duo Johnny Cecotto und Joachim Mikkelok. Von der Spitze setzt sich Laurent Aliello bereits relativ easy ab. Wir sitzen jetzt im Auto von Tom Christensen in der Verfolgung von Manuel Reuter. Jetzt geht es in diese langgezogene Kurvenpassage hinein, diese Fahrerkurve. Und Eric Ellery wird bereits langsamer. In der ersten Runde gibt es da Probleme am Opel Vectra. Ja, ich habe das eingangs schon gesagt, Eric Ellery sehr, sehr schnell, aber in diesem Jahr nicht immer mit viel Erfolg unterwegs. Emanuel Piro und Christian Abt hier auch schon recht weit nach vorne gefahren. Hier im Starterfeld. Ja, von den Audis erwartet man ebenfalls an diesem Wochenende einen Aufwärtstrend. Er hat viel getestet, hat eine Neuentwicklungsstufe gezündet, einen Motor neu entwickelt und er erwies sich schon bei den Testfahrten als sehr, sehr konkurrenzfähig. Stand nach der ersten Runde, Aliello vor Reuter. Dann der schnellste Honda, das dürfte sein, Gabriele Takin, ein Tom Christensen vor Alsen und dann Christensen. Interessant, wie wenig Mühe hat Laurent Aliello, sich hier von der Konkurrenz abzusetzen, wenn Alexander Burgstaller in der Verfolgung von Christian Menzel ist. Burgstaller, der im Training ein bisschen haderte, sagte, es fehlt mir einfach die Topspeeds. Ähnliches berichtete übrigens auch Jörg van Ommen im Verlauf des gesamten Wochenendes von seinem Peugeot 406. Ja, Boxenstopp, früher Boxenstopp für Eric Ellery und gleichzeitig das Aus für ihn am gesamten Wochenende. Kupplungsprobleme. Und damit hat sich einer aus dem Favoritenkreis der Mannschaft verabschiedet, nämlich der bis dahin drittplatzierte Eric Ellery. Klar ist, bei BMW, da setzt man auf den Joker Johnny Cecotto. Bei Peugeot natürlich auf den Titelverteidiger Eric Ellery. Wie sieht es bei Opel aus? Da hat man noch mit Manuel Reuter und Uwe Alsen zwei Piloten mit realistischen Chancen. Aber dieses Rennen auf dem Salzburgring mit dem Sprint und mit dem Hauptrennen könnte diese Entscheidung bei Opel ebenfalls beeinflussen. Wir lassen uns überraschen. Alsen, derweil der Tom Christensen den Training schnellsten unter Druck setzt. Am Ende der Start- und Zielgeraden bzw. der Anfahrt zur ersten Schikane setzt er sich das erste Mal daneben. Sehr willig, der Betzdorf auffährt auf Tom Christensen. Der Däne, der sich aber berechtigte Hoffnung macht auf ein Formel-1-Cockpit.
Dinge, die man Uwe Alzen nicht nachsagen kann, nämlich er, ein reiner Tourenwagen-Spezialist und inzwischen natürlich auch Sportwagen-Spezialist, hat noch nie in seiner Karriere ein Formelrennen bestritten, im Gegensatz zu Tom Christensen, ehemaligen deutschen Formel-3-Meister, der ja auch, wie Sie sicherlich wissen, vor einigen Jahren gegen Jörg Müller in der Formel 3000 Europameisterschaft sehr erfolgreich unterwegs war. Seht diese Hochgeschwindigkeitspassagen, 250 km/h haben die Fahrzeuge hier an Speed auf dem ja nicht vorhandenen Tachometer. Das kann man nachher ablesen. Und Alzen setzt sich jetzt in der Fahrerkurve daneben. Keine Chance für Christensen, diese Lücke zu schließen und damit neue Reihenfolge hinter Loro Aiello und Manuel Reuter, nämlich mit Uwe Alzen vor dem Honda-Duo Christensen und Takini. Dahinter Jörg van Ommen, der wie gesagt über einen etwas schwachen Motor klagte, und dann die schnellsten Audis, Christian Abt, in dem Fall vor Emanuele Pirro. Da kommt Roland Asch aus der Box mit mehreren Runden Rückstand, musste nachstarten, nachdem es da zu Getriebeproblemen gekommen war, hat man Getriebe unmittelbar vor dem Start noch gewechselt. Man hoffte, vor dem Zeigen der grünen Flagge noch in die Startaufstellung zurückzukommen, aber das hat nicht funktioniert. Man konnte auch nicht direkt aus der Boxengasse nachstarten, also somit großer Rückstand für Roland Asch. Aber für ihn gilt es ja dann, sich noch entsprechend nach vorne zu kämpfen, um nachher beim Hauptrennen mit doppelter Distanz eine möglichst gute Ausgangsposition zu haben. Ja, das Feld jetzt in dieser Phase schon relativ weit auseinandergezogen, zumindest im vorderen Bereich. Reuter überholt derweil Roland Asch. Und hier das BMW-Duo, Cecotto vor Winkelhock. Dann Michael Krumm, gefolgt von Frank Behler und dahinter mit etwas Abstand Alexander Burgstaller. Das Geburtstagskind von dieser Woche wurde am Mittwoch 29 Jahre alt. Audi, da gibt es auch ein Geburtstagskind, zwar von Donnerstag, der Sportchef Dr. Ulrich. Und vielleicht kann ihn einer seiner Piloten ja ein Geburtstagsgeschenk nachträglich bereiten. Interessant auch aus dem VAG-Konzern, wo wir gerade beim Thema Audi sind. Ferdinand Piëch, VW-Chef, war ebenfalls an diesem Wochenende hier zu Gast. Kann natürlich mutmaßen, was er denn hier macht. Man munkelt, er war bei den Salzburger Festspielen oder hat er ein berechtigtes Motorsportinteresse? Viele Fragezeichen. Immer wieder munkelt man, dass Volkswagen vielleicht mit dem VW Passat in die deutsche Supertourenwagenmeisterschaft einsteigen könnte. Christian Abt schiebt es ja mal an Jörg van Ommen, der ein Pilot gerade ausgefahren war. Das sahen wir gerade aus dem Bild dran. Müsste gewesen sein, Tom Christensen, da kommt er wieder zurück. Kein Vorteil für ihn. Im Gegenteil, hat er ein, zwei Plätze verloren. Ja, wir lassen uns überraschen über die Aktivitäten von Volkswagen, aber auch der Hersteller, die angekündigt hatten, vielleicht am Jahresende sich aus der Szene zurückzuziehen. Wir reden da von Audi und auch von BMW. Sollten die Audis jetzt schneller werden zum Ende der Saison, dann wäre das dann mit Sicherheit ein Aspekt wert, das Engagement zu verlängern dieser deutschen Supertourenwagenmeisterschaft. Und gleiches gilt ja auch für BMW. Wenn Johnny Cecotto den Meistertitel nach Hause fahren sollte, dann glaube ich, wäre das ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für den Ausstieg der Münchner aus dieser Serie, die gerade in letzter Zeit bewiesen hat, dass die Performance besser denn je ist. Die Abstände in den Trainingssitzungen, Sie haben es bei uns verfolgt, die sind denkbar knapp. Es werden super Rennen hier gezeigt und die Zuschauerkulisse stimmt auch. An diesem Wochenende, es waren über 30.000 Zuschauer. Bei insgesamt gutem Wetter hatte man eigentlich Schlimmeres erwartet, zumindest am Donnerstag vor der Veranstaltung. Also die Stimmung insgesamt ist sehr gut und wenn die Werke dabei bleiben oder vielleicht sogar noch der ein oder andere hinzukommt, dann sollte dies dieser Meisterschaft natürlich keinen Abbruch tun. Zurück zum Sprint, wo sich vor allen Dingen im Mittelfeld das ein oder andere tut. Christian Abt kämpft sich hier kontinuierlich nach vorne. Jörg van Ommen, der ein bisschen am Boden verloren hat. Und von hinten, da sahen wir das Fahrzeug ganz kurz, da sahen wir Michael Bartels, der als allerletzter vom Start weggefahren war. Und er kämpft sich jetzt Meter um Meter nach vorne. War, wie gesagt, als letzter ins Rennen gegangen und taucht hier bereits hinter dieser Kampfgruppe der beiden BMW-Piloten Cecotto, Winkelhock, Krumm, Bieler und Burgstaller bereits auf und wird wohl gleich hier die ersten Überholmanöver ansetzen. In dieser Gruppe, da geht es irgendwo um die Plätze 10 bis 12, beziehungsweise noch ein paar Plätze dahinter. Da ist am meisten Action gesagt. Nur sehen Sie, da ist der Michael Bartels bereits dran, am Opel Vectra des Münchners. Bartels ja im Vorjahr noch Opel-Werksfahrer gewesen. Sein Vertrag wurde nicht verlängert, im Gegensatz zu dem seines Vordermannes, in dessen Auto wir jetzt sitzen, nämlich Alexander Burgstaller.
Michael Bartels hat sich ja die Zeit zwischenzeitlich verkürzt bei den 4 GT-Meisterschaftsläufen. Dort fährt er ja ein Zackspeed Porsche. Wie gesagt, seit Zweibrücken ist er wieder in der deutschen Supertourenwagenmeisterschaft dabei als dritter Pilot bei Peugeot. Und sein Ziel und seine Aufgabe ist es natürlich, Loro Aiello im Kampf gegen Johnny Cecotto zu unterstützen. Und Zielsetzer muss daher sein, an diesem Wochenende sich möglichst hinter Loro Aiello vor Johnny Cecotto zu platzieren. Gleiches gilt natürlich auch für den Mörser Jörg van Oppen. Das ist die kämpfende Truppe. Michael Grumm, der sich jetzt daneben setzt, neben Joachim Winkelhock. Zwei Schwaben im Infight. Eine kommt aus Reutlingen, nämlich Michael Grumm, der andere aus Korb, gebürtiger Weiblinger, nämlich Joachim Winkelhock, Smoking Joe, wie er genannt wird. Und das aus doppeltem Grunde, einmal wegen seiner spektakulären Fahrweise, der immer wieder mit blockierenden Rädern in die Kurven hineinfährt, und zum anderen halt, weil er doch sehr, sehr viele Klimmstängel im Verlauf eines Wochenendes konsumiert. Bartels dabei vorbeigefahren an Alexander Burgstaller. Und als nächstes dürfte Frank Bieler auf seiner Liste stehen. Aber Bieler derweil setzt sich als nächstes mit Joachim Winkelhock auseinander. Ende dieser langen Gegengraden gibt es natürlich die Möglichkeit, im Windschatten herauszubauen. Nur in der Fahrerlagerkurve selber, da sollte man es vermeiden, Seite an Seite durchzufahren. Nämlich bei diesem Tempo könnten Feindberührungen verheerende Wirkungen haben. Das wissen die Piloten, und entsprechend zivilisiert geht man hier miteinander um. Wie gesagt, Hut ab vor der Leistung, nicht nur in der ersten Schikane beim Start, sondern auch für den bisherigen Rennverlauf. Da sahen wir bislang keine Rempeleien, keine Touchierungen, wie das zuletzt sehr häufig zu beobachten war. Ich denke vor allen Dingen an das Rennen in Zweibrücken. Jetzt der Angriffsversuch von Michael Grumm auf Johnny Cecotto. Johnny Cecotto wird wohl nicht dagegen halten, wird nicht riskieren, dass man ihn hier von der Strecke schubst. Wir haben es eben gehört von Charlie Lam. Hauptaugenmerk wird es sein, ins Ziel zu kommen und dabei möglichst viele Punkte zu sammeln. Nur noch mehr Punkte sammelt im Moment an der Spitze Laurent Aiello. Aiello würde für den Sieg 30 Punkte erhalten jetzt im Sprint, wenn er das im Hauptrennen nochmal wiederholen könnte, so wie er das bereits 1997 an gleicher Stelle getan hat, im Sprint und im Hauptrennen als Sieger in Wertung zu kommen. Dann würde er also 90 Punkte hier an diesem Rennsonntag sammeln können. Bis dahin ist noch eine lange Fahrt, nicht nur für Aiello, sondern auch für dessen Teamkollege Michael Bartels, der jetzt in Angriff reitet gegen Frank Bieler. Und da versucht auch Alexander Burgstaller sich durchzumogeln. Klemmen sie beide den Frank Bieler außen etwas ab, und das sollte funktioniert haben. Also Bartels und Burgstaller jetzt im Konvoi vorbeigefahren am ehemaligen deutschen Tourenwagenmeister Frank Bieler. Ja, für Michael Grumm gilt es, an diesem Wochenende die Nissan-Fahnen hochzuhalten, nach dem erwähnten Getriebewechsel bei Roland Asch. Sollte also nicht mehr so richtig in Fahrt kommen. Wo endet die Aufholjagd von Michael Bartels? Jetzt hat er schon mal den Joachim Winkelhock signalisiert. Mit mir musst du rechnen, während sich da hinten der Christian Menzel leicht verbremst. Hinter Menzel Stefano Modena. Im einzigen Alfa Romeo des Starterfeldes unterwegs. Nicht dabei an diesem Wochenende, auch das kann ich ergänzend sagen, ist Oliver Meyer, der letzte Privatier im Audi A4 Quattro. Aus Budgetproblemen hat er auf den Start hier auf dem Salzburgring verzichtet, wohl wissend, dass er mit seinem Audi hier kaum Chancen gehabt hätte, einigermaßen in Wertung zu kommen. Da fehlt es ganz einfach an Motorleistung, an Topspeed. Und den Allradantrieb, den kann er hier auf diesen schnellen Kurvenpassagen sowieso kaum ausnutzen, selbst wenn es hier regnen würde. Bartels Angriffsversuch, außen vorbei an Winkelhock, ohne Probleme. Gleiches versucht einmal mehr der Alexander Burgstaller. Also der Alex Burgstaller wartet eigentlich im Prinzip auf einen schnellen Windschatten. Den hat er mit Michael Bartels gefunden. Und so geht er vorbei, wie Bartels, zunächst am Bieler und dann am Joachim Winkelhock. Winkelhock, ja, der Meister des STW Cups des Jahrgangs 1995. Teamkollege Cecotto war ein Jahr zuvor der Champion. Über Aiello sprachen wir, er der Sieger des Jahres 1997, und dazwischen, nämlich 96, da war es Emanuele Pirro, der schnelle Römer, damals noch im Allrad angetriebenen Audi. So, jetzt dürfte der Johnny Cecotto bald fällig sein.
Aussicht von Michael Bartels. Für Johnny Cecotto in dem Fall die gelbe Gefahr. Die gelbe Gefahr in Sachen Meistertitel. Das ist die Startnummer 1. Das ist nämlich L'Oréal Yellow. Und hier ist die Startnummer 21. Die gelbe Gefahr, nämlich der gelbe Peugeot 406 von Michael Bartels. Der Michael Bartels, der bereits einen hervorragenden Einstand feiern konnte in Zweibrücken mit einem 11. Rang im Sprint und vor allen Dingen dann den 8. Rang im Hauptrennen. Und er schickt sich an, diese Leistung noch zu steigern. An diesem Wochenende vor den Toren Salzburgs auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke, dem Salzburgring. So, jetzt setzt sich Alexander Burgstaller sich nochmal daneben, wohlwissend, dass er da den Michael Bartels wohl nicht ernsthaft attackieren kann. Vielmehr rechnet er damit, dass man nach und nach die Vorderleute überholen kann, wie das bei den Herren Mila und Minkloch bereits funktioniert hat. Als nächstes auf ihrer Liste steht der Johnny Cecotto. Alexander Burgstaller, auch nicht uninteressant, bedenken wir, dass er doch bis zum Jahr 1996 ebenfalls BMW-Werksfahrer gewesen ist, bevor 1997 ins Opel-Lager wechselte. Das Ganze zwei Runden vor Schluss. Mila dabei bremst sich ebenfalls neben Joachim Minkloch. Der riskiert nichts und lässt den Neusser platzieren. Probleme für Franz Engstler steht da im Aus. Den Grund, den werden wir gleich nachliefern. Der Privatier im Irmscher Opel Vectra. Normalerweise ambitioniert auf die vielleicht beste Privatfahrerplatzierung. Da gibt es vorne rechts einen Radnabenbruch. Auto lässt sich nicht mehr lenken. Dann muss er dann ins Kiesbett hineinräubern. Glück, dass das in einer relativ langsamen Schikane vor Start und Ziel passiert und nicht in den Hochgeschwindigkeitsbereichen, da wo jetzt die Herren Bartels, Cecotto, Burgstaller und Co. unterwegs sind. Cecotto versucht zu kontern, aber nicht mit der Brechstange. Wird nicht versuchen, hier eine Faltberührung mit Michael Bartels einzugehen. Bartels jetzt auf der besseren Linie für die folgende Linkskurve. Damit ist Bartels vorbei. Jetzt wird wohl Alexander Burgstaller versuchen, am Johnny Cecotto vorbeizugehen. Und das möglichst ohne Feindberührung. Jetzt aus dem Windschatten heraus. Außen herum eigentlich keine ideale Wahl. Selena kommt mit sehr viel mehr Topspeed an. Aber Johnny Cecotto hält dagegen. Das Ganze in der letzten Runde des Rennens. Alexander Burgstaller sagte nachher, ich wollte natürlich auf keinen Fall mich in den Meisterschaftskampf negativ einmischen, indem ich zum Beispiel Johnny Cecotto von der Fahrbahn schubse. Und der Johnny Cecotto gestikuliert wohl auch im Auto. Keine leichte Aufgabe für die Akteure. Vorne, da sind die Positionen sortiert. L'Oréal Yellow führt vor dem Opel Duo Reuter und Alzen. Allerdings, ich sagte es, bei Opel wird man wohl auch im Laufe des Wochenendes sich für einen Fahrer entscheiden müssen im Titelkampf der Saison 1998. Da ist Aliello den letzten Metern in Richtung Ziel. Klarer Sieg für ihn, wenn Franz Engstler den Weg zur Boxengasse sucht. Und im Hintergrund taucht Uwe Alzen plötzlich als bestplatzierter Opel auf. Manuel Reuter hat ihn passieren lassen und damit steht für mich fest, bei Opel gibt es also eine ganz klare Order. Nämlich man setzt nun den Joker auf Uwe Alzen. Hier unsere Truppe aus dem Mittelfeld. Burgstaller, der da vorbeigezogen ist an Johnny Cecotto. Ja, leichter Start- und Zielsieg für L'Oréal Yellow. Den weiteren Plätzen war es ebenfalls schnell bezogen, dann die Reihenfolge. Zuletzt halt zugunsten von Uwe Alzen und Manuel Reuter. Christian Abt landet auf einem schönen 4. Rang vor Gabriele Tacchini. Und richtig spannend war es, wie so oft, im vorderen Mittelfeld. So, das Ganze nochmal im Überblick. Bunt gemischt die Reihenfolge. Und Michael Bartels schafft es tatsächlich noch, sich als 10. in die Top 10 zu platzieren. L'Oréal Yellow sagt, natürlich ein toller Start.
Tom hatte not so good start. Tom hatte nicht so guten Start gehabt. Aber war wohl doch nicht so schlecht. Und müssen wir in die Telemetrie schauen. Und was für mich wichtig war, war in der ersten Kurve vorne in der Schikane. Ich war etwas ängstlich, vorne zu sein. Ich weiß nicht, wie es hinten aussah. Ist alles gut gegangen, toll, freut mich, war also etwas ängstlich mit der ersten Schikane und so. Ist natürlich gut gelaufen. Ich hoffe, am zweiten Lauf wird es genauso sein. Hat gute Wahl für die Reifen getroffen. Sagt er, ja, das Auto war sehr gut. Ja, meine unterschiedliche Wahl zum Warm abgewählt und ich glaube, das war wohl gut und wir sind auf richtigen Weg. Günter Holzer, Teamchef von Uwe Alzen, auch da repariert man natürlich den Opel Vectra vor dem zweiten Durchgang. Das war ein tolles Rennen, das war ein fantastisches Rennen, das Auto war sehr, sehr gut. Danke an mein Team, sehr, sehr hart gearbeitet, es ist toll gelaufen. Danke vor allen Dingen an Manuel, hat mich überholen lassen und das war ein toller Zug von ihm und sind von der Meisterschaft wohl auf dem dritten Platz. Erik hatte Probleme mit der Kupplung während des Starts und müssen wir abwarten, das nächste Rennen, das wird nicht einfach werden, jetzt haben wir 24 Runden. Das wird lang werden. Wir müssen natürlich mit den Reifen arbeiten. Es ist nicht so einfach für die Reifen, vor allen Dingen diese schnelle Rechtskurve oben auf dem Berg. Ja, bei Tom Christensen, da wird auch geschraubt auf dem achten Rang. Ich habe einen schlechten Start gehabt. Wir haben ein Kupplungsproblem heute Morgen gehabt. Wir konnten aber die Kupplung nicht mehr wechseln, hätten dafür den Motor ausbauen müssen. Und so mussten wir also mit rutschender Kupplung fahren. Da hat mich also gebremst und es ist natürlich schlimm, auf der Pole-Position starten muss und hat eine gute Kupplung. Ja, weiterhin müssen wir mit derselben Kupplung starten, ist natürlich nicht gut für uns, aber es funktioniert halt noch. Aber es ging noch ganz gut, wir hatten relativ harte Reifen im Sprint, das müsste uns eigentlich helfen für das Hauptrennen und mal sehen, ob es funktioniert. Ja, die Reifen, das Thema an diesem Wochenende, werden jetzt gewechselt auch am Peugeot 406 und ein ganz relaxter Johnny Cecotto. Lässt er sich durchmassieren und durchkneten. Deshalb sieht es eigentlich ganz gut für mich aus, mit dem Punktestand. Hier und in Wunsdorf ist nicht so toll für uns. Am Ende ist es wichtig, vorne das Rennen zu beenden und einfach die Punkte mitzunehmen. Fragen, ob es Unterschiede im Fahrstil gibt, wenn man Punkte sammeln muss. Wenn ich die Chance habe, nach vorne zu fahren, dann will ich es natürlich ausnutzen. Was draus wird, da lassen wir uns überraschen. Gleich beim Hauptrennen sind wir zurück auf dem Salzburgring. Nun das Hauptrennen über 24 Runden. Die Ampel auf Rot geschaltet und wieder das große Bangen vor der ersten Schikane. Grüne Licht ist geschaltet. Sehr guter Start für Manuel Reuter aus der zweiten Startreihe. Kein toller Start dabei für den auf der Pole Position stehenden Laurent Aiello. Trotzdem, Aiello kann einigermaßen dagegen halten. Jetzt geht es eng gestaffelt auf die erste Schikane zu. Mal sehen, ob man sich da wieder so zivil verhält wie im ersten Durchgang. Reuter, Aiello, Alzen, so die ersten drei in der Schikane. Und da hinten rumpelt's. Er hat zwei BMW-Piloten erwischt. Einmal Prinz Leopold von Bayern bei seinem letzten Rennen hier auf dem Salzburgring. Und Peter Mamo. Ja, schade für den Poldi. Prinz Leopold von Bayern mit 55 Jahren hat gesagt, reicht's mir. Hier bin ich zu alt für diese Serie. Und das ist das Ende für ihn. Wollte eine schöne Abschiedsvorstellung geben. Wurde von ihnen abgeschossen. Von Peter Mamaro. Dieser sagt, er sei ebenfalls von einem Hintermann touchiert worden. Wer es war, wir konnten es nicht erkennen. Vielleicht nach in einer Zeitlupeneinspielung. Von der Spitze derweil Manuel Reuter in Front, dann Aiello Alzen. Und starker Auftritt der beiden Audi-Piloten. Christian Abt vor Emanuel Pirro. Dann Tacchini im Honda vor Michael Bartels und Jörg von Om. Da ist ja Michael Bartels also schon auf den ersten Meter vorbeigefahren an Jörg von Om.
Und Aiello wenig Mühe, die Spitze wieder zu erobern. Und damit also neue Reihenfolge, wie schon im Sprint. Aiello in Front, dann Reuter, Alzen, dann die beiden Audi-Piloten, Piro und Abt und Michael Bartels, der von hinten mit großen Schritten näher kommt. Wiederum die norwegische Schikane. Gab es immer wieder Bremsprobleme, vor allen Dingen im Training, beim Qualifying, als die Piloten dann den Notausgang wählen mussten. Aber wie gesagt, bislang, man hat zwar viel darüber gesprochen, es gab sogar gestern Abend um 19 Uhr noch eine Fahrbesprechung dort vor Ort. Man hat sich die Schikane genau an Ort und Stelle zu Fuß besichtigt, um da über Maßnahmen nachzudenken. Aber bislang, wie gesagt, ging es doch besser als erwartet. Bartels, der mit großen Schritten nach vorne stürmt. Dahinter Tacchini, Van Ommen, Krumm und das BMW-Duo Cecotto und Winkelhock. Menzel ein Platz weiter dahinter, also ein BMW-Trio im Mittelfeld. Ja, und da hat der Jörg Van Ommen sich jetzt vorbeigepresst an Gabriele Tacchini. Und wie siamesische Zwillinge umrunden Cecotto und Winkelhock den Parcours. Zwei Runden sind gefahren. Und bei Opel spielt man Teamwork. Man versucht sich jetzt gegenseitig nach vorne zu pushen. Nämlich Mane Reuter, der hier sein Heimspiel feiert, wohnt etwa 80 Kilometer hier vom Salzburgring entfernt, in Saalfelden, dort wo er seit einem Jahr mit Gattin Michaela lebt. Sein Heimspiel. Und da will man natürlich logischerweise immer gut aussehen. Gilt auch für Alexander Burgstall. Als Münchner ist der Salzburger natürlich auch die Rennstrecke vor den Toren seiner Heimatstadt. Heimspiel, wie erwähnt, natürlich auch für das Schnitzer-Team aus Freilassing und auch für die Audi-Mannschaft, die ja in Ingolstadt beheimatet ist. Und das Abt-Team, das ja in Kempten ihre Werkstätte bezogen hat, hatte ebenfalls hier ihr Heimspiel. Burgstaller, wie schon im ersten Durchgang, kämpft er sich Meter um Meter nach vorne, hat in beiden Starts sehr viel Zurückhaltung geübt, sagte, ich wollte mich also da in keine Kollision einlassen, vor allen Dingen durch die erste Schikane kommen. Und das ist ihm richtig gelungen, in beiden Durchgängen. Jetzt versucht er, den jüngsten Teilnehmer im Starterfeld, Christian Menzel, Meter um Meter abzuholen. Und der Versuch, vorne den Spitzenreiter Meter um Meter abzuholen, den kann man bisher natürlich nur bescheidenen Erfolg zumessen. Zwar sind Reuter und Alzen noch dran, aber so den ganz großen Sprung, um den Loro Aiello einzufangen, der ist ihnen noch nicht gelungen. Gegenteil, Piro Abt und die Peugeot-Meute kommt immer dichter heran. Sehr geschickt, wie Joachim Winkelhock den Johnny Cecotto hier nach hinten ablockt, dass da kein Tom Christensen eine Attacke reiten kann, die möglicherweise zu Ungunsten von dem ehemaligen Motorradweltmeister, dem zweifachen ehemaligen Motorradweltmeister Johnny Cecotto ausgeht. Wenn wir Tom Christensen jetzt sehen, in dieser Bergaufpassage etwas mehr Topspeed und geht da relativ easy vorbei. Am Joachim Winkelhock und jetzt versucht das außen herum. Gleichfalls auch an Johnny Cecotto, hält aber nochmal dagegen in dieser schnellen Fahrerlagerkurve. Die Kurven, die so enorme Belastungen für die Reifen verursachen. Da gibt es eine Querbeschleunigung von mehr als dem Zweifachen des eigenen Gewichtes. Mehr als 2 Tonnen lasten da auf das vordere linke Rad. Und gerade dieses Rad gilt es hier besonders zu schonen. Ich habe das eingangs schon mal gesagt, da hat man aus Sicht des Reifenherstellers Michelin den Werken klare Vorgaben gegeben, wie man die Reifen einzustellen hat, mit welchem Luftdruck zu fahren ist und auch vor allen Dingen mit welchen Sturzwerten. Und bei allen Werken bestand Einigkeit darin, dass man diese Werte auch eingehalten hat. Der Grund, warum man das so im Nachhinein diskutiert hat, den wir mal gleich nachreichen. Aber auf jeden Fall, wie im Moment, wieder im Cockpit von Tom Christensen. Christensen in der Verfolgung von Johnny Cecotto. Und
Wo ist die Lücke für den schnellen Dänen? Christensen, der in diesem Jahr meist im Schatten seines Teamkollegen Gabriele Tacchini gestanden hat. Tacchini gestern ja beim Qualify mit einem kräftigen Abflug unsere Berichterstattung verfolgt haben. Dann werden Sie gesehen haben, wie der Gabriele Tacchini da mit viel, viel Speed rückwärts einschlug in die Leitschienen. Und da gab es also auch sehr viel Arbeit. Und Tacchini berichtete heute darüber, dass das Fahrzeug immer noch nicht so ganz optimal vorbereitet sein konnte. Die Arbeiten sind zügig vorangegangen, aber die Balance war noch nicht ganz optimal. So, erneuter Angriffsversuch von Tacchini. Und das sollte jetzt reichen. Und Probleme gibt es für Christian Abt. Er hat den Leitplanken touchiert in der Schikane und kommt jetzt unmittelbar vor Gabriele Tacchini zurück. Vielleicht noch die Chance an Michael Krumm vorbeizuziehen. Was war los bei Christian Abt? Der prompt attackiert wird von Gabriele Tacchini, aber Italiener steckt zurück. Die beiden sind ja schon öfters aneinander geraten. Könnte umgekehrt aber fragen, wer ist mit Tacchini noch nicht aneinander geraten im Starterfeld. Es waren einige Piloten, aber auch Christian Abt hat da schon eine gewisse Liste mit den Fahrern, mit denen er Berührungspunkte hatte. Tacchini jetzt innen, da gibt es die Fallberührung. Tage den Spruch aufgestellt, welcher Pilot hat Tacchini überholt, bevor es oder ohne dass zu einer Rempelei gekommen ist. Und siehe da, Tacchini bestätigt diese Aussage wieder. In dem Fall überholt er Christian Abt, aber das Ganze mit der bekannten Feindberührung. Das Ganze in der Nocksteinkehre, dort wo die Geschwindigkeiten nicht so hoch sind. Unmittelbar vor der großen Naturtribüne, viele, viele tausend Fans sitzen dort und haben einen hervorragenden Überblick über diesen Salzburgring. Ja, und Abt biegt in die Boxengasse ein. Folgeschaden wird etwas größer. Aufgrund der Feindberührung in den Leitplanken hinein. Von dem Ganzen unbeeindruckt, Aldiello an der Spitze. Und es scheint fast so, als könnte er seinen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen. Und wichtig aus Sicht der Meisterschaft, dass sowohl Bartels als auch Jörg von Ommen hinter Aliello platziert sind. Zwar nicht direkt da, aber dahinter, aber wichtig vor Johnny Cicotto. Dem heißt es ja, die Punkte wegzunehmen im Kampf um die Meisterschaft, wo noch zwei Läufe nach dem Salzburgring auf dem Programm stehen, nämlich Oschersleben und der Nürburgring. Beides Rennstrecken, die normalerweise den BMW-Fahrzeugen sehr entgegenkommen sollte. Bartels im Kampf gegen Emanuele Pirro. Ja, die Audis sind wieder dabei. Sie haben sich zurückgemeldet an diesem Wochenende. Da sehen wir die Wiederholung. Da gab es ein Missverständnis zwischen Emanuele Pirro und Christian Abt. Und Abt ist auf die Wiese ausgewichen und traf darauf in die Leitplanke. Ja, das ist übel, wenn das zwischen Teamkollegen passiert. Die Feindberührung hat es wohl nicht gegeben, aber Pirro hat rübergezogen und da war Christian Abt und er schlägt relativ heftig in die Leitschiene ein. Und damit der Ausfall für den Kempner. 9 Runden vor Schluss. Und Pirro und Bartels kommen dem Manuel Reuter immer näher. Reuter, der zwischenzeitlich Alzen wiederum passieren ließ. Alzen hat also lange Zeit den Windschatten genossen, den der Manuel Reuter ihm geboten hat. Wir haben das eben im Sprint bereits beobachtet. Da hat Manuel Reuter Platz gemacht aus Sicht der Opel. Piloten in der Fahrerwertung, in der Markenwertung, da ist ja Opel als Tabellenführer angereist und möchte diese Führung, die natürlich enorm wichtig ist in der prestigeträchtigen Markenwertung, natürlich auch nach diesem Wochenende verteidigen. Und da sieht es im Moment recht gut aus. Mit Alzen auf Platz 2 und Reuter auf Platz 3. Was machen die Herren Pirro und Bartels? Können die vielleicht den beiden Opel-Piloten noch die berühmte Suppe spucken? Sie kommen mit viel, viel Speed vehement voran.
Alzen, der sich nicht dicht heranfahren kann an Loro Aiello. Und da gibt es Probleme am Fahrzeug von Uwe Alzen. Sie sahen kurz den Rauch aufsteigen, da biegt er direkt ein in die Boxengasse. Reifenschaden vorne links, so sah es auf den ersten Blick aus. Da kommt er in die Box. Ja, und vorne links ganz klar, Reifenschaden und damit der obligatorische Boxenstopp für Uwe Alzen. Das ist bitter. Statt dem zweiten Platz steht er jetzt in der Box, parkt, begibt sich also in den unfreiwilligen Boxenstopp. Wir machen einen freiwilligen Boxenstopp, melden uns gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung bei Ihnen zurück. Zurück auf dem Salzburgring. Mannelreuther nun auf der zweiten Position. Kurz vor der Werbeunterbrechung sahen wir den Reifenschaden von Uwe Alzens Vectra. Aiello vorne auf und davon, Reuther auf der zweiten Position, verfolgt von Emanuel Piro und Michael Bartels. Da sehen wir nochmal kurz die Rauchzeichen von Alzens Vectra. Und da fährt er wieder raus mit einem riesen Rückstand. Also eine Platzierung in den Top 10, die kann er sich abschminken. Die hat er verloren durch diesen Reifenschaden. Wird er einen dicken Hals haben, der Westerwälder. Und da kommt Piro vor Bartels. Wo ist Manuel Reuther? Der Zweitplatzierte nicht mehr im Bild zu sehen. Vorne auf und davon Loro Aiello. Dann von oben und dann erst Manuel Reuther. Und wiederum Reifenschaden vorne links. Innerhalb von einer Runde beide Opel-Fahrzeuge mit Reifenschaden an die Box. Und wie zu erwarten war, vorne links der Reifen, der wird am stärksten beansprucht hier auf der 4,25 Kilometer langen feldschnellen Rennstrecke. Ja, und jetzt wechselt man natürlich nochmal den Reifen, der auch den Kotflügel heftig beschädigt hat. Da kommt schnell der Hammer, der Mechaniker des Teams von SMS zum Einsatz, aber wie gesagt, auch damit aus der Traum, sowohl für Uwe Alzen als auch für Manuel Reuther aus Sicht der Opel-Mannschaft in Sachmannschaft. Und da steht Joachim Winkler mit einem total zerstörten 320er BMW. Heftiger Aufprall in die Reifenstapel, noch das darf ich nachreichen. Ebenfalls Reifenschaden vorne links und da gab es keine Chance mehr für den Jockel Winkler, sein Auto einzufangen. Und er ist da frontal in die Leitplanken eingeschlagen. Gottlob, er ist unverletzt geblieben, aber der Schaden am Schnitzer BMW sehr groß. Mr. Johnny Cecotto zunächst wieder auf sich selbst gestellt. Hinter ihm lauert zwar Manuel Reuther, rein optisch im Bild, allerdings mit Rundenrückstand. Vor Cecotto im Bild Alexander Burgstaller und Frank Bieler. Reuther hat da wenig Mühe, wieder vorbeizufahren am Johnny Cecotto, aber es nützt ihm wenig, nämlich wie gesagt, er noch mit Rundenrückstand dabei. Der Vorsprung von Loro Aiello vergrößert sich. Emanuel Piro auf Platz 2, dann Bartels. Und dann erstmal lange nichts. Tagini in der Verfolgung von Jörg van Ommen und dann Michael Krumm. Wie gesagt, das Thema Reifen, das war natürlich nach den Vorkommnissen hier um die Herren Alzen, Reuther und Winkelhock das Thema Nummer 1 nach dem Rennen. Aber alle Hersteller, egal ob Opel oder ob BMW, sagten, wir haben die Werte vom Reifenhersteller vorgegeben, ordnungsgemäß eingehalten, sowohl was den Sturz anbetrifft, als auch den Luftdruck. Woran es gelegen hat, wir wissen es nicht, vielleicht hat jeder von den Piloten einen Stein überfahren, das muss analysiert werden. Gottlob ist das Ganze nicht in den schnellen Kurven passiert, sondern in den langsamen Passagen, sodass die Abflüge da relativ glimpflich verliefen. Soll heißen, der Abflug von Winkelhock, Reuther und Alzen hatten mehr Glück, dass ihre Fahrzeuge in dem Fall auf der Fahrbahn halten konnten. Manuel Reuther mit dicken Hals unterwegs, natürlich. Weiß, dass die Fahrerwertung für Opel damit außer Reichweite ist, aber Saisonziel war ja auch die Markenwertung zu gewinnen. Und dieses Ziel nach wie vor realistisch. Auch wenn Loro Aiello jetzt die letzte Runde unter die Räder nimmt. Vor einem engagiert fahrenden Emanuel Piro, der sich offensichtlich noch näher ranfahren kann. Aber Aiello auch gewarnt durch die Reifenschäden der Konkurrenten, nimmt das Tempo etwas raus.
Und hier wieder unsere kämpfende Truppe aus dem Mittelfeld. Burgstaller in der Verfolgung von Frank Bieler. Das Ganze spielt sich ab auf den Plätzen 8 und 9 der Gesamtreihenfolge. Die letzten Meter laufen, vor der Spitze, da ist alles klar. Agüero kann damit seinen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen, feiert seinen zweiten Sieg im Hauptrennen. Also im Rennen über die 100 Kilometer Distanz in diesem Jahr nach Norrisring, Laufsieg Nummer 2 und damit nimmt er Johnny Cecotto wertvolle Punkte im Titelkampf ab. Glücklicher Zweiter, mit Sicherheit Emanuel Pirro und tolle dritte Position für Michael Bartels. Wie gesagt, bei seinem Comeback in der deutschen Supertourenwagenmeisterschaft. Ein sehr, sehr abwechslungsreiches Rennen haben wir erlebt, teilweise bedingt durch die äußeren Einflüsse. Ich denke auch an die Reifenschäden, aber was wichtig war, es gab fast gar keine Reppeleien. Es ist sehr, sehr fair und professionell abgegangen. Ja, und hier der Pechvogel, Johnny Cecott, Joachim Winkelhock und obligatorisch die Zigarette in seinem Mund. Hat er sich verdient nach diesem Crash und diesem Schrecken. Aber wie gesagt, Auto zerstört, Fahrer aber wohlauf. Ja, Riesenfreude, verständlich, bei Peugeot. Und dann sehen wir hier die Peugeot-Piloten einträchtig beieinander. Und da gibt es Küsschen für die Gattin von Laurent Aiello, von François Soudard. Und da sind sie, die glücklichen Helden des Tages. Aussicht von Peugeot natürlich. Aiello als Sieger, Bartels als Dritter, Van Om auf Platz 5 dazwischen. Toller zweiter Platz für Emanuel Pirro, Gabriele Tacchini auf der vierten Position. Michael Krumm als bester Nissan-Pilot auf der sechsten Position. Das war ein toller Tag für ihn. Das war sehr, sehr hart am Ende. Ich habe mitbekommen, dass einige Kollegen Probleme bekommen haben mit den Reifen. Und so musste ich also Speed ein bisschen rausnehmen, das Ganze zu kontrollieren. Habe das Ganze im Rückspiel kontrolliert, musste mich aber selbst konzentrieren. Es war fantastisch, muss mich bedanken bei meinem Team. Wir haben ein super Team gemacht. Viele Punkte gesammelt im Championat. Ja, natürlich. Das Auto läuft etwas besser. Wir haben was gefunden an diesem Wochenende und ich hoffe, das wird genauso in Oschersleben funktionieren. Riesenfreude, wie gesagt, bei den Peugeot-Piloten und natürlich auch bei Michael Bartels. Ja, toller Start in ein neues Team, sagt er. Ja, es war ein tolles Rennen. Es war wirklich, hörte was am Reifen, im Heckpartie und bin langsam gefahren, habe ihn mal fahren lassen. Hätte Zweiter werden können, aber Pirro ist sehr, sehr stark gefahren. Gratulation an Pirro, aber natürlich auch an Laurent. Und wir werden mit Sicherheit sehr, sehr spannende zwei Rennläufer erleben mit den Tabellenführer Johnny Cecotto, dessen Vorsprung zusammengeschrumpft ist auf 24 Punkte auf Laurent Aiello. Alzen, Ellery, Reuter, Winkelhock und Asch haben noch theoretische Chancen, aber realistisch der Kampf zwischen Aiello und Cecotto. Pirro, glücklich. Happy, schönste Tage in meinem Leben nach der Geburt meiner Tochter und meines Sohnes. Da haben wir jetzt hart für gearbeitet. Danke an alle Mechaniker, das ganze Team. Die harte Arbeit hat sich damit ausgezahlt. Und es wird hoffentlich der tolle Beginn eines schönen Comebacks werden. Rundherum zufrieden, Emanuel Pirro und die über 30.000 Zuschauer an diesem Wochenende hier auf dem Salzburgring. Hier waren es nicht zufrieden. Das Rennen war eigentlich toll. Dankeschön an meine Mannschaft. Haben wirklich einen guten Job gemacht, aber man braucht Glück. Wir haben das bei den letzten Rennen gesehen. Reifenschaden hier auf der Frontpartie. Was soll ich sagen? Er ist unglaublich. Ja, des einen freut, des anderen leid. Riesenjubel bei Laurent Aiello. Enttäuschung natürlich bei den Opel-Piloten. Somit wird es also dann zum Zweikampf kommen in der Meisterschaftsspitze zwischen Johnny Cecotto und Laurent Aiello. Das ist das Wrack von Joachim Winkelhock. Und wir sind in 3 Wochen wieder dabei, nämlich dann aus Oschersleben bei der Premiere der deutschen Supertourenwagenmeisterschaft auf dem neuen Parcours
am 11. September. Dann sind wir wieder für Sie da mit weiterer Renn-Action, so wie erlebt, hier auf dem Salzburgring. Mit den Actionbildern des Tages darf ich mich bei Ihnen verabschieden. Danke für Ihr Interesse. Bis in Kürze. Tschüss, schau bye bye, Ihr Uwe Winter. Deutsche Super-Tourenwagenmeister.